Ja, erzählt doch mal ein bisschen über Skobelix am besten mal. Erstmal das Skobelix-Team, wie das entstanden ist und was die Intention war, das ins Leben zu rufen. Also die Intention gab es da im Vorfeld eigentlich gar nicht. Das ist entstanden. Es ergab sich so, Es ergab sich ja. so. Genau. Wir haben uns bei Fahrradveranstaltungen hier im Harz kennengelernt und relativ schnell gemerkt, dass so der Anspruch, den man an einen schönen Radtag hat, bei uns ziemlich identisch ist. Genau, dieselbe Philosophie, einfach Rad zu fahren. Anders als es oft der Fall ist, dass man den Sport mit schneller sich gegenseitig messen und höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten fahren, bei uns eigentlich der Genussfaktor im Vordergrund steht, die Intention halt, schöne Tage gemeinsam zu erleben. Ja. Und Und die Spenden kamen dann im Nachgang oder habt ihr das von vornherein geplant? Es geht da um Kilometer. Ja, das war irgendwie ganz lustig. Also auf einer Feierabendtour mit dem Rennrad Ja. sind sozusagen die Harzer Skobelixe geboren. Und ja, irgendwie war das so, ist ja ganz oft, dass man gleiche Sachen denkt und irgendwer spricht es dann aus. Und wir hatten so die Idee, ach, es wäre schön, wenn man irgendwie trotzdem noch was Gutes tun kann. Und so kam dann eins zum anderen, dass wir gesagt haben, ja, wie wäre es denn, wenn man halt Leute sucht, die für jeden gefahrenen Kilometer von uns einfach so eins hinspenden. Das sind keine Unsummen am Ende des Jahres und es spornt uns ein bisschen an, Ja. ein paar Kilometer hier in einer schönen Heimat einfach zu fahren. Genau. Genau. Thank you.